Juhu, und willkommen zu Arenaleiterin Lissy, heute gegen den Jeremy. So, und dann würde ich sagen, wir beginnen einfach mal den Kampf. Ich muss nur im Voraus sagen, ich habe so eine kleine Regeländerung vornommen, weil es gab ja einmal diesen Kampf mit dem Disconnect und ich habe nochmal nachgelesen und da hieß es dann, dass Disconnect eigentlich als Niederlage zählt, deswegen machen wir es demnächst. Deswegen gab es halt auch ein Missverständnis, gerade eben mit Jeremy, deswegen machen wir halt ein Rebattle, weil es halt eine Niederlage und dann quasi einen Sieg gab. Ja, weil ich lasse es jetzt immer so gelten, dass ein Disconnect automatisch als Niederlage zählt. Also kümmert euch darum, dass das Internet funktioniert und falls jemand dann halt absichtlich den Kampf beendet, zählt es dann halt direkt als Niederlage, damit es nicht irgendwie unfair ist oder so. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe genau das perfekte Pokémon gewählt, weil der hat sein Vogelfiesch-Teil da genommen. Und wow, und ich habe eine fette Eisattacke, aber das war auch effektiv, deswegen. Nur ich habe mir gerade seine Pokémon angeguckt und da dachte ich, ja, Eis ist vielleicht nicht schlecht. Weil der hatte ein paar Viecher, wo Eis gut drauf wäre. Und es hat sogar geklappt. Ey. So, ich glaube, ich wechsle aber mal, weil mein Hope ist schon ziemlich angeschlagen und das kann natürlich gegen Feuerviech überhaupt nichts anrichten. Auf Feuer? Ah, natürlich. Nein, boah, ich hätte gerade fast schon wieder Hope ausgewählt. So. Darauf ist nämlich Gesteingut, dann können wir doch gleich mal unser Dingensviech nehmen, aber ich glaube, der macht eine Feuerattacke und dann sterbe ich vielleicht, weil Pina voll oft an scheiß Feuerattacken stirbt. Ich meine, was hat das denn für eine Verteidigung, dass es immer so eine Scheiße macht? Bitte. Aber der wird auf jeden Fall eine Feuerattacke einsetzen, weil er ja sicherlich davon ausgeht, dass ich mit Hope drin bleibe und so. Ach Gott. Oh! Oh Gott! Hilfe, das Glück ist mit mir, ey. Was ist denn los? Okay, dann machen wir mal schnell Felswurf. Och nee, jetzt macht der ein Schutzschild wie Kaka. Oh Gott, was ist das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was Schutzschild ist, aber es ist wahrscheinlich wie Königsschild oder so. Oh ja, klar. Erhöht deine Initiative noch mehr. Der will nur den Erstangriff haben. Ich sehe das schon. Jetzt macht der wahrscheinlich so lange Schutzschild, bis das richtig fett gebatscht hat. Oh Gott, oh Gott. Oh, bitte. Bitte. Wirklich. Das war mal wieder so typisch. Okay, also, was kann ich denn noch Schönes gegen Feuer machen? Genau, nichts. Supi. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen jetzt einfach was, wo wir mit Donnerwelle schön was richten können, weil dann können wir den zumindest schon mal paralysieren. Und das ist ja schon mal was. Wir haben zwar nichts mehr, was gegen den effektiv ist, aber dann können wir zumindest mit einer Donnerwelle größere Schäden verhindern. Zumindest so ein bisschen, oh, abgewehrt. Okay, scheinbar ist die Genauigkeit von der Attacke von Himmelhieb nicht so hoch. Das ist schon mal ganz gut. So, perfekt. Paralysiert. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das anpacken. Also eine Bodenattacke habe ich, glaube ich, gar nicht mehr mit meinem neuen Team. Dann muss ich jetzt mal gucken. Flug wäre in Ordnung. Kampf bringt jetzt. Ja, es ist genau dasselbe eigentlich. Ich glaube, die Initiative von dem ist höher, oder? Weil dann. Ach komm, wir machen einfach nicht so viel nachdenken. Spielen! Oh Gott, ey. So, perfekto. Tja, kriegst du wohl kein Himmelhieb. Hä, das geht trotzdem? Oha! Ja. Och du Fuck. Ja, super, aber ich habe wenigstens einen Fokusgurt. Naja, immerhin. Trotzdem voll scheiße, ey Mann. Was war das denn? Kriegt er auch noch einen Volltreffer und trifft mich in der Luft? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, natürlich. Das war jetzt klar. Ich meine, was sollte man sonst machen? Ja, so blöd ist doch keiner. Geil. Ach komm schon, jetzt steigt die Initiative. Dann greift er wahrscheinlich vor mir an. Und ich habe mit diesem Viech dann gar keinen Schaden gemacht. Hört sich super an. Ach, bitte. Ach ja, okay, immerhin ein bisschen Schaden. Wenn er jetzt noch nicht trifft, dann wäre das super. Aber natürlich trifft er. Wie sollte es anders sein? Wäre auch viel zu nett gewesen. Naja, gut, wir haben immer ein bisschen Schaden gemacht. Das ist ja schon mal was, auch wenn es nicht so ganz Story ist. Naja, muss ich mich mit abfinden. Oh, danke. Das ist schon mal gut. Das ist super. Oh, okay, Schwertanz. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht zweimal Schwertanz machen? Oder kann es sein, dass ich in der Zeit schon tot bin? Das wäre nicht so geil. Ich glaube, wir machen erstmal ein Königsschild. Oh. Bitte. Okay. Und? Na? Ach, fuck, Mann, das war unnötig. Da hätte ich in der Zeit noch einen Schwertanz machen können. Es ist so schwer einzuschätzen, wann die Paralyse wirkt und wann nicht, weil es halt so viel mit Glück zu tun hat. Man kann es ja nicht irgendwie chemisch errechnen oder so. Besonders chemisch errechnen, ey, ich bin so dumm. Man kann es ja nicht mathematisch errechnen oder so was ähnliches. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber wir machen jetzt erstmal den Schattenstoß, weil Stahl ist ja scheiße dagegen. Oh, bitte, greif jetzt nicht an. Das wäre so ein scheiß Moment zum Angreifen. Komm schon. Bitte, hau ihn weg. Und? Yes! Woo!
Das erinnert mich immer an diese Woo Girls aus How I Met Your Mother. Kennt ihr die? Da gab es nämlich irgendwie so eine Folge, da waren im Club, so yeah. Und da waren da immer so Woo Girls. Und ich glaube, ich bin auch voll das Woo Girl. Erdbeben, scheiße, das ist effektiv. Bitte. Oh, fuck, Mann. Immer wenn ich meinen Teil richtig gepusht habe, dann kommt das nächste Pokémon und haut das mal eben weg. Scheiße, Mann. Hätte ich einfach nachgeguckt, was das für ein Typ ist, hätte ich nämlich Königsschild machen können und der Attacke entkommen können. Aber nee. Wie heißt denn das Viech? Hasen-Pokémon. Okay, also ich weiß jetzt Bescheid, dass es auch vom Typ Boden ist. Ja, wäre mal gut zu wissen. Tja, weil dann hätten wir noch ein bisschen mehr dagegen machen können. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier so eine Eisattacke. Komm schon, du schaffst es. Wie Rückkehr? Nee, Rückkehr ist voll scheiße. Also diese fette, ekelhafte Kackattacke da. Ja, super. Ich dachte mir, ja, du kannst ja mal ein fast verbrauchtes Pokémon nutzen, um den noch wegzuholen, was hat leider nicht so gut funktioniert. Naja, war ein Versuch wert. Aber da wir jetzt wissen, dass es vom Boden ist, haben wir auf jeden Fall ein paar mehr Möglichkeiten jetzt, weil jetzt können wir auch eine Pflanzenattacke machen, die sogar was bewirkt, weil es halt vom Boden ist. Das ist schon mal ganz gut, aber ich habe irgendwie June lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, das liegt daran, weil die Taktik von dem so defensiv ist und da stehe ich irgendwie nicht so drauf, ich weiß nicht. Aber ja, ist eigentlich ein ganz nettes Pokémon. Ja, was machst du jetzt? Das ist jetzt die Frage. Na toll. Das war jetzt irgendwie gar nicht klar. Jetzt kommt er mit Sicherheit mit so einem hässlichen Feuerviech. Ne, mit so einer komischen Schnecke da. Ah ne, das ist ein Drache. Ah! Ja, das ist natürlich genau dasselbe. Eine Schnecke und ein Drache. Klar. Aber warte, wenn Regentanz ist, dann müsste eigentlich eine Elektroattacke voll gut funktionieren, oder? Ne, ich glaube, das ist gerade nicht so. Aber wenn man mal logisch darüber nachdenkt, dann wäre das ja durchnässt. Und wenn man dann Elektro macht, dann kriegt das noch mehr Schaden eigentlich. Aber ich glaube, das ist genau nicht so, weil dann werden Wasserattacken verstärkt. Warum auch immer, auch wenn es nicht so viel Sinn ergibt, wie wenn Elektroattacken verstärkt werden würden. Man muss nämlich nach physikalischen Grundsätzen gehen. Metagross, der fette Sack. Ich glaube, das ist Stahl oder so. Ja, ja. Ich glaube, dann ist nämlich viel Scheiße da drauf. Das werden wir ja spätestens dann sehen, ob es wirklich Kacke ist. Ja, ja. Dann lass mal gucken. Jeps, japs. Mondgewalt. Komm schon. Okay. Nee, ich glaube, das ist echt von Stahl. Okay, dann können wir Kampf oder Boden oder Feuer einsetzen. Toll, habe ich alles nicht. Ganz super. Oh, mach nichts Böses. Ernsthaft? Wieso one-hitted der mich immer? Ich fühle mich richtig verarscht. Dann kriegt er noch genau dann einen Volltreffer, wenn es nicht passt, ey. Mann. Und jetzt hätte ich den fast einmal weggehabt, aber nein. Och, Mann. Und Pflanze ist genauso scheiße da drauf. Wie sieht's mit Käfer aus? Käfer ist genauso scheiße. Hey, das ist ja super. Oh Gott. Oh, dann mach einfach mal einen Gigasauger und hoffen wir ganz, ganz fest, dass es klappt. Oh, danke. Wenigstens ist das Viech noch weg. Immerhin. Oh Gott, komm schon, bitte. Warte, ist das? Ah, schon wieder der doofe Drache, ey. Geh doch gleich weg. Okay, Eis habe ich ja nicht mehr, Drache habe ich nicht und Fee habe ich nicht. Also anders gesagt, ich hab verkackt. Also wird die Attacke jetzt stärker durch dieses Wasserscheiß oder nicht? Ich verstehe es nämlich immer noch nicht. Ist es so oder ist es nicht so? Das ist hier die Frage. Gott, das sah ganz so kacke aus. Ich will gar nicht wissen, wie es aussah. Oh Gott. Ja. Ich würde sagen, wir bepflanzen das erstmal und dann machen wir die Delegator-Taktik. Es dürfte hoffentlich ganz gut funktionieren. Bitte mach nicht so viel Schaden. Das sieht nicht nett aus, weil der lädt dich schon so mega auf die Attacke. Oh mein Fuck. Wenn ich jetzt Delegator einsetze, bin ich sowieso tot, weil ich glaube, Delegator zieht ziemlich viel, KP. Ich weiß nicht, ob der dann wirklich das Teil auch kaputt macht oder ob der bei einem KP dann hält quasi. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Deswegen bleiben wir lieber bei Gigasauger, weil dann können wir es noch ein bisschen heilen und haben vielleicht Glück, dass der uns nicht mit dem nächsten Schlag kaputt macht. Bitte. Ach, natürlich hat er erst einen Griff. Juhu. Das macht so Spaß. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt wenigstens endlich einen schönen, fairen Kampf gespielt. Finde ich gut. Du warst deutlich überlegen, wie man gesehen hat. Also hast echt gut gespielt. Yes, und dann kriegst du hier den Orden. Okay, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.